Hi YouTube, was geht ab? Hier ist Nomi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Schnelles Video für euch, ohne Intro, ohne alles einfach. Ja, was ist passiert mit PlayStation Network? Ja, das ist das Problem. Man liest halt überall nur im Moment jetzt gerade Störung, 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 Störung. Außerplanmäßige Wartungsarbeiten und so ein Quatsch halt. Was es jetzt wirklich genau ist, das werden wir niemals erfahren, weil seit circa, ja, seit 19:04 Uhr funktioniert bei mir zumindest alles wieder. Ich spiele jetzt die Beta von The Division, was natürlich sowieso ein ultra geiles Spiel ist. Also ich freue mich jetzt schon auf die Vollversion im März. Spiel ist vorbestellt. Als Sleeper Agent Edition kann ich echt nur empfehlen. Nicht nur wegen Season Pass, sondern allein wegen dieser ganzen Box, weil das sieht echt richtig geil, wie das Ding aussehen bei mir hier im Schrank oder auf dem Schrank, wenn es auf dem Schrank steht mit die Edition. Ja, okay. So. Was los ist in PSN, das werden wir niemals erfahren. Wahrscheinlich will man ja Sony kennen, weil die sind ja da ziemlich zurückhaltend mit Informationen, wenn mal wieder irgendwas schief geht. Und ja, das war's, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen, ein bisschen Infos liefern, auch wenn es nicht gerade gar nichts war im Endeffekt. Aber wie gesagt, seit 19:04 Uhr geht bei mir alles wieder. Ich kann auch wieder spielen. Und ich wohne in der Nähe von Speyer. Das ist in der Nähe von, Gott, was ist von hier in der Nähe? Hockenheim zum Beispiel, Ludwigshafen, Mannheim, dort die Gegend. Es kann aber auch sein, dass euch jetzt gerade jemand in Mannheim ist, der nicht online gehen kann, weil das ist meistens so, dass das ja auch regionabhängig ist, wie die wieder zugeschaltet werden. Okay, so, ich hoffe, alle können wieder spielen und können wieder ins PSN und was auch immer treiben. Ich bin raus, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, euer Novi, tschüss!